beiden in Gegenrichtung rotierenden Scheiben erzeugen eine elektrostatische Ladung. Das sind also 70.000 Volt ungefähr. Die Leistung ist sehr gering, also nicht gefährlich, man kann da ohne weiteres hingreifen. Gehen Sie irgendwann mal verkaufen mit den Fernbädern, oder? Was wir noch nicht wissen ist, was passiert, wenn wir die überall verkaufen? Wir nehmen das aus. Wenn wir vielleicht noch größere Schaden machen, wenn mit dem Atomkraftwerk. Wieso das? Wenn Sie das nehmen das aus der Luft. Die Elektrizität, das ist da. Und wenn Sie immer brauchen davon, wenn Sie 100.000... Ja, das spielt ja keine Rolle. Der Blitz ist aufs Gleiche, der gleiche Effekt. Ne? Das ist der gleiche Effekt. Ja. Aber der muss da sein. Der tut die Natur reinigen, he? Luft reinigen. Das ist richtig. Aber wenn wir das noch wegnehmen, was machen wir dann? Das ist freie Energie, die ist immer da, ne? Oder? Ja. Nein, sie können einen riesen Schaden machen an der ganzen Natur. Auch bei der Testatik kann man sieht, bei den alten Elektrisiermaschinen, diese Teile da vorne da, ja, das sind so Kondensatoren, also eigentlich sind es gar keine Kondensatoren, sondern es sind noch Leidnerflaschen, hat man die früher genannt. Das sind einfach Staniolschnitzel drinnen. Ja. Und der Kondensatoreffekt entsteht eigentlich erst dadurch, dass außen noch eine Metallhülle aus Alufolie drauf gemacht wird, die dann unten über eine elektrische Leitung miteinander verbunden ist. Ja. Und durch diesen sogenannten dritten Teil entsteht erst der Kondensatoreffekt zwischen den Staniolschnitzeln hier drinnen und hier drinnen. Aber das ist geschichtlich gesehen sehr interessant, weil man eigentlich den Kondensator hier auseinandergezogen hat, indem man dazwischen drinnen sozusagen eine Fläche mit zwei Alufolien und einer Leitung hineingegeben hat. Und das zeigt eigentlich, dass der Kondensator für sich alleine so nicht stimmig ist. Der besteht eigentlich aus einem dreigeteilten System, weil jedes Mal, wenn jetzt der Funken da oben sich entladet von den Staniolschnitzeln da drinnen auf diese Ebene hierher, gibt es hier einen Spannungspuls zwischen diesen beiden Außenflächen. Das heißt, hier entsteht eigentlich eine Schwingung, die zwar sehr niederfrequent ist, aber die ist vorhanden. Und das zeigt schon im ersten Ansatz, dass Schwingkreissysteme und Elektrostatik vernetzt sind, und früher hat man das auch so gesehen. Und heute tut man das eben nicht mehr, weil man den Teil rausgenommen hat und die beiden Kondensatorplatten praktisch zusammenschließt auf eine ganz dünnflächige Ebene und dann einrollt und dann Wickelkondensatoren und so weiter macht, wo einfach nur mehr zwei Anschlüsse drin sind. Aber das eigentliche Schwingkreisphänomen, das mit dem Kondensator noch vernetzt ist, das ist heute gar nicht mehr gegeben. Das ist das eine. Das andere ist, man kann sehr leicht zeigen, dass wenn man die Staniolschnitzel da drinnen herausnimmt und stattdessen da eine Spule hineingibt, die sehr eng an diese Außenkondensatorfläche anliegt, dass das zum Beispiel viel besser funktioniert und die Elektrisiermaschine viel höhere Leistungen erzielt, wenn man sie dann antreibt. Und daher kann man wiederum etwas ableiten, dass wenn jetzt zum Beispiel da drinnen feine Spulen verwendet, die so laminierte Spulen sind, die da Kilometer lang sind, dass natürlich die kapazitive Leistung ins Unermessliche ansteigt, weil das ja in einem gewaltigen Maße aufgespeichert werden kann, energetisch, und dann erst einmal in einen Bereich kommt, wo wir über Leistung reden können. Da ist ja zwar hohe Spannung drauf, aber keine hohe Leistung. Und wie man sehr schön sieht, spielen ja gerade diese Teile
wo erst einmal Leistung generiert wird, auf der Uhr eine sehr große Rolle, weil da eben solche Spulen drinnen sind. Und auch bei der Testatica kann man sehr schön zeigen, dass gerade bei der Testatica diese Teile vorne besonders ausgeprägt sind und besonders groß sind. Da haben wir schon mal einen ersten Ansatz, wohin die Reise überhaupt geht. Abgesehen davon, von den anderen Dingen, um die es dann. Ne? Das ist jetzt der sogenannte Wasserfadenversuch nach Schauberger und Lord Kelvin. Den habe ich hier auch mitgebracht, weil immer viel darüber geredet wird, aber selten vorgezeigt wird. Und der Wasserfadenversuch ist ein Versuch, um zu zeigen, wie elektrische Energie im Zusammenhang mit Wasser steht. Und zwar steht das in einem sehr engen Zusammenhang, was dann auch die Frage impliziert, inwieweit nicht Wasser sowieso eine Form elektrischen Stromes ist, die einfach frequenzmoduliert auf einer physischen Ebene sich materialisiert hat. Und aus dem Grund heraus das Studium der dynamischen Wasserbewegungen der ideale sozusagen Körper ist, um überhaupt in diese Frequenztechnik und in diese Zusammenhänge der höherfrequenten Ströme überhaupt einzusteigen. Es ist kein Zufall, dass gerade der Tesla und der Schauberger beide intensive Wasserbeobachtungsstudien gemacht haben. Und auch die Moderniter dasselbe auch in der Schweiz draußen machen. Die sitzen da beim Regen, beim Teich draußen. Und wenn die Regentropfen runterkommen, ja, dann haben die ihre Kapuze auf. Dann sitzen die da stundenlang und untersuchen die Interferenzmuster, die aus der Ausbreitung der Wellentropfen entsteht. Ja? Und über die Bewegung dieser Interferenzmuster entdecken die dann die Zusammenhänge der Resonanzwissenschaften. Ja? Und der Tesla ist auch tagelang und monatelang vor Wasserfällen und ähnlichen Teilen gesessen und hat da einfach nur beobachtet, was sich da an Strudelbewegungen und Resonanzphänomenen abspielt, ebenso wie der Schauberger. Und es kann kein Zufall sein, dass das so ist und dass ausgerechnet diese Leute dann diese Entwicklung der elektrotechnischen oder plasmatischen Maschinen entwickelt haben. Ja, darf ich euch wieder bitten, das ist das Gerät da. Jetzt mal zum Vorzeigen. Der Aufbau ist denkbar einfach. Ich muss das ein bisschen wegtun, weil sonst wird mir das da leicht feuchter. Und zwar ist da oben einfach ein Wassergefäß, in dem sind da 2 Liter Wasser drinnen. Und da sind 2 Hähne, die da nach unten das Wasser in diese Auffanggefäße rinnen lassen. Ja? Und die Konstruktion ist jetzt so gemacht, ich nehme diese Gefäße einmal heraus, dass zunächst einmal der Wasserbehälter isolierend gegenüber Bodenniveau angebracht ist. Das ist sehr wichtig, weil sonst die elektrostatische Ladung weg ist. Dann ist hier ein Ring angebracht, ein Aluminiumring. Der ist mit einem leitenden Bügel hier nach unten verbunden. Und zwar so, dass da drinnen eine Klammer ist, die sich direkt an dieses Gefäß ankoppelt, sodass praktisch der Strom aufs Gefäß geleitet wird und dieses Gefäß wie ein Kondensator wirkt. Er kann jetzt die Ladungen aufnehmen. Es geht aber noch weiter, der Stift geht weiter bis zu einer Kugel da unten. Ja? Und diese Kugel ist in einem gewissen Abstand zu einer weiteren Kugel, die da vorne ist. Da ist praktisch eine Bufferzone dazwischen. Das hat den Sinn, dass die elektrostatischen Ladungen, die auf dieses Gefäß hinauffließen, nicht sofort weiterfließen, weil die sind sehr gering am Anfang, die stauen sich dort auf. Und diese Luft, die da dazwischen ist, erzeugt praktisch einen Widerstand, ja, der erst dann überkommen wird, wenn die Ladungen eine bestimmte Dichte haben und dann schlagen die durch. Dann kommt ein Funken. Und dieser Funken wird jetzt auf diese Lampe übertragen da und da ist der Gegenpol auf der Seite, wo das praktisch hier wieder zurückgeht ins andere Gefäß hinein. Das sind 2 Kreuzbügel. Und was man jetzt beobachten kann, ist, wenn man das Wasser auftritt, dass nach einiger Zeit hier unten diese Lampe da unten zum Aufblitzen anfängt. Ja? Ein bisschen dauert es, bis das Potenzial aufgebaut ist, aber dann geht es eigentlich gleich los. Ja? So, jetzt. Ja? Jetzt blitzt es vorne auf. Ja? Sieht man das? Ja? So, das ist jetzt nur Wasser, sonst nichts. Was hat das nochmal für eine Bedeutung? Ja. Ist da irgendetwas drin noch? Da ist nichts drinnen, ne? Das ist einfach ein ganz normaler Aluminiumring. Ja? Und der nimmt jetzt praktisch nur den Fluss des Wassers auf? Der baut dadurch, dass das mittelachsig geführt ist, ist es so, dass praktisch
zwei Ströme hier durch diese Bügel nach unten gehen und diese ja praktisch kreuzweise miteinander verbunden sind, sodass es zu einer elektrostatischen Ladungstrennung kommen muss, die über diese Kreuzbügel als Potenzial genau gegenverkehrt abgeleitet werden. Ja? Weil dieses Potenzial ist zuerst null und dieses ist auch null, aber durch die strömende Bewegung, das ist sehr wichtig, dass das Wasser in Bewegung ist, wenn das stehen würde, funktioniert das nicht. Durch die strömende Bewegung müssen diese beiden Anteile polarisiert werden, und zwar ausgehend von dem unteren Teil. Ja? Und diese Polarisierung führt dann dazu, dass die Elektronen auf der einen Seite gesammelt werden und die positiven Ionen bleiben auf der anderen Seite über. Was man auch sehr schön zeigen kann, ist, dass die Wassermoleküle selber diese elektrostatische Ladung aufnehmen. Und wenn wir jetzt die Kugeln unten wegziehen, sodass der Funke nicht mehr überspringen kann, wird die elektrostatische Ladung auf den Gefäßen immer stärker, übertragt sich auf diese Wassermoleküle. Die Wassermoleküle fangen an, sich zu dissoziieren und das Wasser geht nicht mehr ins Gefäß hinein, sondern rinnt wie so ein Kegel außerhalb vom Gefäß einfach da direkt auf den Tisch. Ja? Das kann ich zeigen, es wird aber dann sehr feucht. Ja, dann tun wir das einmal weg, damit... Oh, jetzt habe ich es eh schon kaputt gemacht. Da. Tut mir leid, muss man dann nachher abrechnen. Wenn ich die Kugeln jetzt wegziehe da, ja, und das noch einmal mache, dann fängt das, man hört das am Klang auch, dass dann plötzlich kein Wasser mehr ins Gefäß hineingeht. Ja. Es wird dann immer leiser. Ja, das Potenzial ist noch nicht aufgebaut. Ja, doch, jetzt. Ja. Jetzt ist, man hört es jetzt schon, wie es leiser wird. Ja. Und wenn man jetzt schaut, dann sieht man das von der Achse unten, wie die jetzt schon so rumfliegen. Ja. Diese Wassermoleküle, die sausen jetzt da schon so rum, weil die total elektrostatisch aufgeladen sind. Ja, ja, und wenn ich jetzt die Kugeln wieder hinführe, ja, und die Entladung kommt, dann hört man es wieder, wie das Wasser wieder reinrinnt. Ja. Die Pulsfrequenz wird übrigens immer langsamer, je näher man mit den Kugeln ranfährt. Aber auch schwächer. Jetzt zum Beispiel ist es eher schwach. Ja, mal schauen, so. Ja, jetzt hat es ideal eingestellt. Das ist der berühmte Wasserfahrenversuch, der sogar so weit getrieben werden kann. Ich will das jetzt einmal da abschalten. Dass wenn man höhere Spannungen erzeugt, zum Beispiel durch größeren Druck, wenn die Geschwindigkeit zunimmt, wenn das Wasser eine bessere Qualität hat, beziehungsweise wenn man das kaskadiert, dann mehrere Bügel macht, dass die elektrostatische Ladung der einzelnen Wassermoleküle so hoch wird von der Ionisierung her, dass dann plötzlich ein Leuchteffekt hier entsteht und die Luft ionisiert wird. Und dann entsteht da so eine Wolke, die dann zu leuchten anfängt. Das ist so eine richtige Leuchtwolke. Ja? Das können wir mit dem Gerät nicht zeigen, aber der Alexandersen hat das also wiederholt nachgewiesen und in seinen Büchern die Bilder abgebildet, wie dann praktisch da so eine Leuchtkugel praktisch da rundherum entsteht. Nur vom Wasser, sonst gar nichts. Hört. Ja, was ist alles im Wasser verborgen? Ja, was da alles verborgen ist, nicht? Keine elektrische Leitung und nichts. Das kommt alles da nur aus diesem Wasser daraus. Das ist natürlich ein netter Versuch. Und der halt gleich einmal so ein bisschen einige Grundlagen illustriert. Was jetzt mit dem sehr stark vernetzt ist, das ist natürlich dann das Phänomen der Elektrisiermaschinen. Diese elektrostatische Ladungstrennung, die hier durch den Wasserfluss erzeugt wird, die wird hier bei dem Gerät durch die Drehung der Scheiben erzeugt. Ja, das ist eine Elektrisiermaschine um die Jahrhundertwende. Stellen wir es einmal so her, dann sehen wir es da auch in dem Film drinnen. Und da funktioniert es jetzt so, dass dieser Teil hier da, der da als zweifacher Kanal fungiert, wird jetzt durch diesen Bügel hier dargestellt. Und zwar ist es so, dass praktisch dieser Ring hier und der Ring jeweils durch ein Segment links und rechts repräsentiert wird. Ja? Und durch die Relativbewegung zu dem Bügel, das wäre hier die Relativbewegung zu dem Wasser, kommt es zu einer elektrostatischen Ladungstrennung. Ja? Und diese elektrostatische Ladungstrennung funktioniert jetzt hier so, dass dieses Segment nicht durchgehend ist, also da ist jetzt kein Band aus Metall drauf, sondern nur ein Segment nach dem anderen. Und wenn der Bügel praktisch wegfährt, die Ladungstrennung drinnen steckt, dann bleibt die Ladung auf dem Bügel erhalten. Mit der Folge, dass sie dann jeweils an diesen Stellen abgenommen werden kann und dann in diesen Kondensatoren aufgespeichert wird. Wobei diese beiden Kondensatoren jetzt diesen beiden Kondensatoren entsprechen. Ja? Funktioniert aber genauso, nur mit dem Effekt, dass hier wesentlich größere Ladungsströme erzeugt werden können. Beim Anlaufen, das dauert meistens ein bisschen, aber jetzt geht es dann schon gleich los. Ja.
Und man sieht, dass die Ladungen, die können sehr hoch werden. Ja, das, man hat hier ungefähr eine Entfernung von, naja, das sind jetzt so 7 cm, das sind dann so 70.000 Volt ungefähr. Ja. Die Leistung ist sehr gering, es ist nicht gefährlich, man kann da ohne weiteres hingreifen. Also es reißt dann schon ordentlich, aber es ist nicht lebensgefährlich, weil die Ladungsdichte sehr gering ist. Und das hängt damit zusammen, dass die Kapazität hier unten sehr klein ist. Ja. Wenn ich jetzt hergehen würde und hier eine Spule hineingebe, ja, wir haben auch solche Geräte schon mit Spulenkörpern, dann wird die Leistungsdichte etwas größer, die Pulsfrequenz nimmt ab, das dauert länger, bis das aufgesammelt ist, aber der Ladungsstoß hat eine hohe Leistung. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel Spulen hineingebe, die kilometerlang sind, dann habe ich da oben einen Leistungspuls, der dann alle, was weiß ich, 10 Minuten nur passiert, aber die Leistung, die dann oben beim Puls herauskommt, die ist dann so hoch, dass sie tödlich sein kann. Ja. Ja? Man kann hier auch zeigen, dass die kapazitive sozusagen Aufspeicherung mit der Frequenz etwas zu tun hat. Ja, man sieht, dass jetzt eine bestimmte Frequenz vorhanden ist, wann das der Funken überschlägt. Wenn jetzt eine Kapazität wegnimmt, dann hört man, wie jetzt die Frequenz zugenommen hat. Ja? Ja? Die Frequenz ist jetzt viel schneller. Jetzt ist die Frequenz langsam. Ja? Noch einmal. Jetzt ist die Frequenz viel schneller. Ja? Bitte? Das funkt hier natürlich unten auch. Ne? Und wenn ich beide Kapazitäten wegnehme, ja, dann sieht man, dass die Pulsfrequenz noch schneller geworden ist oben. Ja? Hier ist auch schon zu erkennen, dass im Prinzip das Schwingen der Ladungen im Prinzip das eigentlich schon impliziert. Ja? Dass da schon eigentlich eine Schwingung drauf ist. Die ist zwar sehr niederfrequent, aber die ist da. Aber dass hier auch hohe Frequenzen vorhanden sind, kann man zum Beispiel mit so einer Gasentladungsröhre jetzt zeigen. Eine Gasentladungsröhre, da ist ein Gas drinnen, das angeregt werden kann durch elektrische Energie. Das fängt an und für sich nur an zu leuchten, wenn die Frequenz sehr hoch ist. Ja? Wenn ich das jetzt da reinhalte, da ist ein Glas, das ist isolierend. Normalerweise kann hier kein Strom durch. Ja? Wenn ich das Glas da in die Mitte hineinhalte, ja, dann sieht man, dass das da zu leuchten anfängt, ja? Das Gas da drinnen. Sieht man das? Ja? So, das ist eigentlich nicht möglich, weil dieses Glas als Isolator wirkt. Ja? Und durch dieses Glas die Spannung nicht ausreicht, um da durchzudringen. So, die Frage ist, wie kommt es trotzdem zu dieser Ionisation von diesem Gas da drinnen? Die Antwort ist, dass in diesem niederfrequenten Strom hochfrequente Anteile enthalten sein müssen, die auf einer viel höheren Frequenz schwingen und die in der Lage sind, das Gas anzuregen. Und das impliziert bereits, dass auch schon primitive Elektrisiermaschinen im Prinzip eine Vernetzung zur Hochfrequenz herstellen. Und dass es darum geht, die unterschiedlichen sozusagen Frequenzbänder voneinander über unterschiedliche Schwingkreissysteme zu separieren und dann niederfrequente und hochfrequente Anteile auseinander zu spannen und aus der Differenz Energie zu beziehen. Wohin das führt, das kann man sich eh schon vorstellen. Das ist dann praktisch wie bei der Wärmepumpe. Bei der Wärmepumpe werden warme und kalte Anteile voneinander separiert, wobei die warmen Anteile die höheren Frequenzen darstellen und die kalten die niederen. Und durch Separation dieser beiden Bereiche kann ich aus der Mitte heraus Energie gewinnen. Also mit anderen Worten, die Testatica, das ist noch keine Testatica, aber die Testatica ist eine Hochfrequenz-Energie-Wärmepumpe. Und sonst gar nichts. Ja, und aus dieser Differenz, die niederfrequent und hochfrequent sind, existieren ja auch Raumschiffantriebe. Ne? Naja, natürlich. Ja. Ja, das ist dann die hohe Kunst, sozusagen. Die entsprechende Steuerungstechnik entwickeln. Na ja, gut, ich meine, es gibt unterschiedliche Frequenzebenen. Nicht? Also, ja. Wenn ich jetzt, also ich kann sicher keine Weltraumfahrt betreiben, wenn ich nicht die Photonenenergie der Sonne in diese Frequenzbänder zerlegen kann. Das heißt, ich brauche. Jetzt machen wir einen Gedankensprung weiter. Das heißt, durch die rotierenden Frequenzen und die Vernennen, dadurch, dass sie in höheren Frequenzen, kannst du praktisch die Hochfrequenzen so steuern, dass du praktisch Raumsprünge dann machst. Ja, okay, das ist ja noch ein Sprung weiter. Ja. Das sind dann die interdimensionalen Tore, die Merkabatore, durch die ich dann von einem Planeten zum anderen gehe. Das ist schon klar. Die sind hier wiederum auch in den Maya-Bildern verschlüsselt. Ja, ich weiß schon. Das ist aber dann, da sind wir schon an der Grenze zur Geistigkeit, wo nicht mehr mit Raumschiffen geflogen wird, sondern über Frequenzmodulationen die Tore auf und zu gehen. Ne? Richtig. Ja, das ist richtig. Das ja. Das, da
Aber das ist Zukunftsmusik. Gut, ist da liegt die Basis drin. Ja, da liegt die Basis, von da fängt es an. Ja. Ich meine, das ist die Merkaba des Herzens, ist das Gefährt durch die Dimensionen. Und die Frage der Reinheit des Herzens ist die Möglichkeit, das geistig zu erfassen und bestimmte Tore auf bestimmten Frequenzebenen zu nutzen. So könnte man das dann definieren. Aber das ist dann, das hat mit Technik an dem Sinn nichts mehr zu tun. Also das ist dann unsere Ausgrenzung. Ja. Wir grenzen das aus. Wir grenzen das aus, ja, an dem Punkt. Ja. Ja, natürlich. Ich meine, letztlich ist ja die Frage, was wir materialisiert haben. Ne? Ich meine, diese materielle Welt ist eine Materialisation unserer eigenen Gedanken gewesen. Und jetzt wird dieser Materialisierungsprozess wieder rekursiv aufgelöst, weil das Maximum überschritten ist für den kosmischen Zyklus. Jetzt geht es wieder nach oben. Und mit anderen Worten, wir kriegen auch den Bumerang entgegen für das, was wir alles verzapft haben. Und das wird natürlich schon ein bisschen schmerzhaft werden für alle Beteiligten. Kriegen wir eh schon, ja. Ja, was man jetzt dann auch zeigen kann, ist, was an der elektrostatischen Maschine hier noch nicht so schön zu sehen ist, das ist, da sind noch Bürsten drauf. Ja. Die Statika, auf die ich später zu sprechen kommen werde, arbeitet aber vollkommen bürstenlos. Hier sieht man schon, da gibt es eigentlich keinen Kontakt mehr. Hier gibt es aber noch einen Kontakt. Ja, man kann aber, wir haben einen elektrostatischen Motor gebaut, das ist dieses Teil hier. Ja. Da gibt es jetzt praktisch keine Berührungsflächen mehr, so dass sich diese Scheibe praktisch ohne Berührungen dreht, wenn hier elektrostatisches Potenzial draufkommt. Das kann man also jetzt hier in der Weise zeigen, dass man das hier anschließt. Da. So. Na, falsch. So. Da ist das Kabel zu kurz. Und wenn man jetzt praktisch hier das elektrostatische Potenzial aufbaut, dann wird es jetzt auf diesen elektrostatischen Motor übertragen und nach einiger Zeit fängt sich der an zu drehen, wenn alles passt. Wenn das ja, jetzt geht's los. Ja? Der hat jetzt da noch einen Funkensprung, weil er noch zu langsam läuft. Mhm. Ja, da müssen wir die Scheiben vielleicht ein bisschen weiter runter. Das ist der Abstand, ist ein bisschen zu klein, deswegen gibt es einen Funkensprung. Ja? Weil man sieht jetzt, wie zum Beispiel diese Scheibe praktisch berührungslos durch die elektrostatische Energie hier angetrieben wird. Ja? Ja? Also man kann den bis zu 700 Umdrehungen läuft der ohne Probleme. Ja? Und wir haben auch einen Walzenmotor gebaut, der mit einer etwas größeren Energie gespeist wird, der läuft bis zu 2500 Umdrehungen. Ja? Das ist jetzt kein elektromagnetischer Motor, sondern ein elektrostatischer Motor. Die ist vorbestimmt in dem Fall, ja. Die ist vorbestimmt. Die ist zur Funktion, ich kann es auch gerne erklären. Der elektrostatische Motor funktioniert also folgendermaßen. Es gibt hier, also da kommen die beiden Pole herein. Das ist vierfach aufgeteilt, dass diese zwei vernetzt sind und diese zwei miteinander vernetzt sind. Ja. So, jetzt passiert also Folgendes. Fangen wir also mit dem Pol an. Hier kommt die die Ladung herein. Und schauen wir uns einmal den Pol an. Die Ladung wird zunächst auf diesem Bügel als Sprühladung auf dieses Segment hier aufgesprüht. Ja? Dieser Pol hat unten ein Blättchen. Das Blättchen geht etwas weiter nach außen, dass das ein bisschen eine größere Form hat. Jetzt wird dieser Pol, der die Gegenladung hat, von dem angezogen. Ja? Der läuft jetzt praktisch bis in die Mitte, hat aber dann das Problem, dass er nicht mehr weiterlaufen könnte, weil jetzt ist ein Ladungsausgleich praktisch da, der sich nicht entladen kann, weil dieses Blättchen auf diese Seite im unteren Bereich die Ladung nicht abführen kann. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Bügel, ja, der saugt die Ladung praktisch jetzt von dem Bügel praktisch ab und jetzt besteht die Möglichkeit, dass sozusagen durch die Trägheit wird noch dieser Teil überwunden. Praktisch, das kann jetzt weiterlaufen, weil es keinen Rückschlag mehr gibt. Und dann wird die Ladung wieder aufgesprüht und das zieht sie wieder an. Durch Verstellen dieser Bügel kann man sehr schön zeigen, dass wenn es nicht richtig eingestellt ist, kann es nicht funktionieren. Und wenn es diesen Entladungsbügel nicht gibt, funktioniert es auch nicht. Ja? Wobei man diesen Entladungsbügel auch theoretisch anders konzipieren könnte, dass man das als Erdung konzipiert. Man könnte hier eine Isolierung hineinbringen und das praktisch gegen Erde einfach schicken, dass die Ladung in die Erde abfließen kann, dann würde das schon ausreichen.
Ja? Es muss nicht so sein, dass das Gegenpolar hier mit dem anderen vernetzt ist. Das ist also nicht notwendig. Ja, aber es ist ein sehr schönes Modell. Das zeigt, wie man sozusagen berührungsfrei so eine Scheibe betreiben kann. Das war praktisch unsere erste Arbeit, die einmal zeigen soll, dass die Scheibendrehung, die auf der Testatica dann passiert, eigentlich berührungsfrei stattfindet. Da sind keine Bürsten und nichts mehr drauf. Das System läuft berührungsfrei. Da haben wir Gummibänder drauf. Wenn ich die Gummibänder herumnehme, dann laufen diese Scheiben nur mehr auf dem Lager. Das heißt, das Einzige, was an Energieaufwand in der Maschine noch drinnen steckt, ist die Lagerreibung, sonst nichts mehr. Ja? Und das System selber generiert aber elektrostatische Ladungen. Diese werden hochfrequent und niederfrequent auseinandergezogen. Und diese Anteile werden dann in einem gewissen Bereich zurückgespeist für den Antrieb. Das kann elektrostatisch sein oder dann meistens als Drehfeld. Also das wird dann meiner Meinung nach als Drehfeld zurückgespeist. Und dadurch werden die Scheiben dann angetrieben. Und diese Anlage schauen wir uns jetzt nachher dann bei der Testatica mal genauer an. Das ist diese Blitzenergie, um deren Einfangung es im weitesten Sinn sozusagen geht. Ne? Und die Testatica selber, die schaut natürlich jetzt anders aus, weil sie halt eine Weiterentwicklung dieses Phänomens im Wesentlichen ist. Es gibt mehrere Modelltypen. Das ist der große Modelltyp, der in etwa diese Tischgröße hier hat. Sowas in dieser Größe. Das ist der kleine Typ, der etwa diese Größe hier hat. Das war der zweite und es gibt noch einen, das war der erste, der überhaupt nur eine Scheibe als Antrieb hat. Und die haben eine unterschiedliche Leistung. Die große Maschine hat eine Leistung von etwa 5 Kilowatt. Die muss man einmal anwerfen und dann gibt die 5 Kilowatt Dauerleistung ab. Ja. Es ist auch eine große gebaut worden mit einem Scheibendurchmesser von etwa 2 Metern. Das war so ein Riesenteil, die eine Leistungsabgabe von etwa 30 Kilowatt hat. Ja. Und die kleinen Geräte haben eine Leistung von ungefähr 300 Watt, was da herauskommt. Ja. Das ist der Stefan Marinov, der mittlerweile schon verstorben ist. Der hat Selbstmord begangen oder auch nicht Selbstmord, wie auch immer. Auf jeden Fall, den haben wir noch gut gekannt. Der war Mitglied bei der Meternita und der hat diese Maschinen noch in der Hand gehabt seinerzeit. Später ist also das gestrichen worden, das Vorführungsprogramm der Maschinen. Heute werden sie nicht mehr vorgezeigt, beziehungsweise nur mehr ganz selten einigen Kreisen. Das letzte Mal war das im 99er Jahr, bitte? Warum werden die nicht mehr vorgezeigt? Naja, das hat verschiedene Gründe. Wir haben uns philosophisch mit dem Baumann da, also nicht direkt mit dem Baumann, aber mit dem Herrn Bossert da längere Zeit unterhalten. Und naja, sie wollen das nicht freigeben, weil das einfach noch nicht so weit ist. Die Leute sind noch nicht so weit. Und der Baumann ist auch unter Druck gekommen. Er ist im Gefängnis gewesen für einige Zeit, also einige Jahre. Und ich habe mit Bossert darüber gesprochen. Der Bossert hat mir auch gesagt, die Amerikaner hätten ihnen 500 Millionen Dollar für die Patente, also die ja gar nicht existieren, aber für die Funktion dieser Maschine auch angeboten, damit es wahrscheinlich in der Schublade verschwindet oder was auch immer. Auf jeden Fall hat das alles dazu geführt, dass der Baumann und seine Gruppe, die mit Ternita, sich zurückgezogen haben und jetzt das praktisch im stillen Kämmerlein betreiben. Es hat aber auch noch andere Gründe. Und einer dieser Gründe liegt wohl darin, dass der Baumann zu geistigen Wesen höherer Natur Verbindungen hat und auch einige andere Leute da offenbar. Und die haben ihn wahrscheinlich von oben herunter eine Meldung durchgegeben, dass der Zeitpunkt jetzt noch verfrüht ist. Und aus dem Grund heraus hat der Baumann gesagt, so, jetzt ist einfach der Deckel drauf und das war es einmal fürs Erste und deswegen wird hier auch nichts freigegeben. In der Schweiz. Ja, angeblich haben sie in irgendwelche sexuellen Geschichten nachgewiesen oder angehängt. Das kann wahr sein oder es kann auch nicht wahr sein. Naja, wie auch immer. Das ist ein eigenes Kapitel für sich. Wenn man jemanden denunzieren will, findet man das. Ja, ich meine, es kann auch wahr sein, man kann das nicht wissen. Wie auch immer. Auf jeden Fall in der Richtung war da irgendwas am Laufen. Sicher ist, dass diese Wesen, mit denen sie was zu tun haben, irgendwie mit dem Zwergenreich vernetzt sind. Ist ja irgendwie naheliegend. Ne? Mit dem Zwergenreich. Zwerge, so wie wir halt, ich meine, Zwerge einfach. Ne? Was ist da jetzt naheliegend, was ich frage? Was da naheliegend ist? Ja, das ist jetzt schwer zu erklären. Die Zwerge sind Wesenheiten, die im fünfdimensionalen Bereich agieren. Ja? Und die liegen hinter der vierten Dimension des Bereichs, den wir sehen. Ja? Also das sind nicht so Wesen, die so herumrennen wie wir als physische Manifestationen, sondern es sind fünfdimensionale Körperlichkeiten,
die in einem Grenzbereich der spirituellen Existenz leben und die über sehr hohes Wissenspotenzial verfügen auf der einen Seite, aber andererseits, wenn man das einmal anders formuliert, über eine sehr große Anhaftung an das Materielle, möchte ich mal sagen. Ja. Und diese wurden von uns aus dieser Sphäre hinaus gedrängt, mit dem Ergebnis, dass wir verstofflicht wurden und sie praktisch in der fünften Dimension festhängen und dort erkennen, dass das eine Sackgasse ist und jetzt dann wieder in diesen materiellen Bereich zurückkommen wollen, mit dem Ergebnis, dass wir in die Vergeistigung hineingehen. Das ist ein Tauschgeschäft. Und der Baumann bildet die Vorhut aus dem Zwergenreich, der uns diesen Kanal dorthin öffnet. So möchte ich das einmal formulieren. Ja. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch total verrückt, wenn ich das so sage, aber es ist so. Ja. Und, ja, und worum es da geht, ist, naja, das ist kompliziert. Da gibt es einige Mythen, die damit auch vernetzt sind. Es geht um den sogenannten Hammer des Thor oder um die Blitzwaffe vom König Indra oder vom Zeus. Ja. Das ist im Grunde genommen der Mechanismus dahinter. Ist im Grunde genommen mit der Blitzwaffe dieses Königs des Himmels vernetzt. Ja. Und die Aktivierung dieser Blitzwaffe auf einer anderen Ebene, das hängt auch mit dem Michael-Schwert zusammen. Der heilige Michael, der hat ein Schwert. Und dieses Schwert besteht aus einem Schwertgriff und einer Lichtsäule. Und die Aktivierung dieser Lichtsäule ist gleichbedeutend mit dem Herausziehen dieses Schwertes aus dem Stein. Das ist der König Artus, der dieses Schwert rauszieht. Ja? Und die Frage ist eben, wer wird das rausziehen? Ne? Das ist die große Kernfrage. Das weiß noch niemand. Naja, es ist so, dass der Mechanismus, um den es hier geht, ist eigentlich um die Aktivierung des sogenannten Michael-Schwert oder Excalibur-Schwertes. Ja? Und die Frage ist, wer zieht das aus dem Stein heraus? Ne? Wer wird das sein? Und der das rauszieht, der hat sozusagen, naja, der sitzt halt im Chefsessel im weitesten Sinn, langfristig. Aber hat auch die Verantwortung, innerhalb der 12 Strukturpunkte der Merkaba des Herzens das entsprechend in der Gralsrunde zu verwalten. Mhm. Ja? Also so schaut das aus. Und der Stein, das ist ein metaphysischer Stein, das ist das sogenannte Pascalsche Dreieck. Das ist der Stein, aus dem das herausgezogen werden muss. Ne? Mhm. Ja. Naja, mehr möchte ich jetzt an der Stelle nicht sagen, weil das führt dann zu weit. Das ja, also das ist jetzt der letzte Teil gewesen. Wir waren also beim Paul Baumann und seiner Erfindung der Destatika. Ich habe hier einen kleinen Film mitgebracht. Der Ton ist allerdings etwas leise. Ich werde mal schauen, dass wir den Ton dann noch weiter hinaufdrehen können. Ich hoffe, ihr hört es dann genug. Okay, das reicht dann für sich. Sollte gehen. Schauen wir mal. Einen kurzen Ausschnitt, wo man die Destatika am Laufen sieht. Ja? So, das war also dieses Bild, was wir vorher gesehen haben. Der Stefan Marinov ist übrigens in der Zwischenzeit schon verstorben. Das habe ich, glaube ich, erwähnt. Bild ein bisschen heller machen. So. Vielleicht sollte man da vorne mal das Licht ausschalten, da. Dann haben wir nämlich da ein bisschen einen besseren Kontrast, wenn es geht. Der braune Schalter ganz unten. Ja. Nein, sonst habe ich Restlichtkamera. Restlichtkamera. So, das ist also die Destatika, die nach diesen Energieprinzipien, die wir da ein bisschen angerissen haben, läuft. Die Testatika ist eine Entwicklung der geistigen Vereinigung Meternita, die seit 1960 als Genossenschaft unter diesem Namen in Linden etabliert ist. Eine Abteilung für Forschung, Entwicklung und Elektronik in der Meternita befasst sich mit dem Problem der Alternativenergie. Was heißt, mit Techniken,
welche geeignet sind, die Naturkräfte nutzbar zu machen und Energiequellen zu erschließen, zum größten Nutzen der Menschheit und ohne das ökologische Gleichgewicht der Natur in irgendeiner Weise negativ zu beeinträchtigen. Denn die Technik soll ja den Menschen dienen, was sie aber nicht tut, wenn sie gegen die Natur gerichtet ist. Diese Forschungsgruppe in der Modernita arbeitet völlig autonom und sie wird aus eigenen Mitteln der Genossenschaft finanziert, ohne jede fremde Hilfe. Ja, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem Video von den Meternitern, wo man diese Maschine dann auch am Laufen sieht. Also diese Maschine gibt es wirklich. Aber es ist nicht zu erwarten, dass der Paul Baumann die freigeben wird. Also so wird es sicher nicht sein. Das sind die Schweizer, ja. Die Meternitter heißen die, was von der Übersetzung auch interessant ist. Das heißt die Mütterlichkeit, ja. Es kommt aus der Mütterlichkeit heraus. Und die Destatica ist, ja, technologisch gesehen die am fortgeschrittensten, am weitest fortgeschrittene Energiemaschine, die es auf dem Planeten vielleicht einmal fürs Erste so gibt. Also ich war vor 2 Jahren da und da bin ich so. Nein, das würde er auch nicht machen. Das ist ausgeschlossen. Das kann man gleich vergessen. Aber die Maschinen sind da. Wir haben also jetzt einige Grenzbereichversuche zu diesem Thema gemacht, die ein bisschen illustrieren sollen, worum es da vom Bewusstseinsschwerpunkt erst einmal geht. Ja. Das Thema ist selber technologisch meiner Meinung nach sehr anspruchsvoll. Also nicht so, dass das jetzt so eine gemahnte Wiesen ist. Das ist es auf keinen Fall. Das heißt, eine gewisse Grundvoraussetzung, entweder von der spirituellen Seite her durch innere Einsichten und Wahrnehmungen oder eben auch von der technologischen Seite her, für gewisse Grundprinzipien ist sicherlich Voraussetzung, dass man einen Zugang dazu finden kann. Also sonst wird es, glaube ich, nicht gehen. Das ist übrigens die kleine Maschine, die nur mit einer Scheibe betrieben wird, die ich persönlich als die interessanteste empfinde, weil sie der erste Prototyp auch war und dort der Entwicklungsprozess besser nachvollziehbar ist, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Ne? Und man sieht da schon, dass eben diese beiden Teile da sehr stark ausgeprägt sind, so wie das da hier auch bei den alten Elektrosiermaschinen zu sehen ist. Und da drinnen dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit sind da Spulen drinnen, die eben mit einer gewissen Frequenz angeregt werden. Es ist so, dass hier unten wird die Energie abgenommen, da zwischen den beiden Polen. Da geht ein Bügel darauf in dieses Gitter hinein und der Bügel geht da in das Gitter hinein. Und zwischen diesen beiden Gittern wird praktisch das energetische Potenzial ausgekoppelt. Und da hängen die dann so fette 1000 Watt Lampen und so Sachen da hinein. Und wir haben hier ein kleines Teil da konstruiert, um einmal zu zeigen, warum da eigentlich eine Spule drin sein muss und warum das kein elektrostatisches Gerät ist. Und das ist dieses Teil hier. Ja. Ja, das ist jetzt ein Tesla Trafo. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne wieder daherkommen. Dann schauen wir uns das von hier unten an. Sieht man es besser. Ein Tesla Trafo, das ist also genau das Gerät, was der Tesla früher auch gebaut hat, nur hat er es halt ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben jetzt das ein elektronisches Gerät, das diesen Hochfrequenzimpuls erzeugt. Und dieser Hochfrequenzimpuls wird jetzt dann auf diese Spule übertragen und die sendet also ein Hochfrequenzfeld eben aus. Und das soll zunächst einmal illustriert werden daran, dass die hochfrequente Energie überall verfügbar ist, obwohl man sie nicht sehen kann. Ja? Wenn ich jetzt hier diesen Tesla-Trafo einschalte, ja, dann sieht man hier gar nichts. Ja. Da kann man in die Nähe kommen, da ist nichts zu merken. Trotzdem wird jetzt ein Hochfrequenzsignal ausgesendet, das man dadurch wahrnehmen kann, dass ich jetzt da mit so einem Ding da in die Nähe gehe. Ja. Das brennt jetzt einfach, ohne dass es angeschlossen ist. Ja. Das ist im Kilohertz-Bereich, 800 bis 1500 Mittelwellensender ungefähr. Ja. Was leuchtet da jetzt in uns? Bitte?
Ja, was leuchtet jetzt da in uns? Das ist die große Frage. Dieses Gerät zeigt im Grunde genommen, dass die Energie vorhanden ist, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen können. Ja? Ja, also bis zu einer gewissen Entfernung, da sieht man jetzt die Knotenpunkte, die Niederfrequenten von der Welle. Ja? Ja? Bis daher ist das Feld, es geht natürlich schon weiter. Es ist nicht so, dass es hier aufhört, sondern es ist so, dass die Feldstärke dieses Feldes dann immer schwächer wird und in großer Entfernung nur mehr durch eine Verstärkung wahrgenommen werden kann. Aber theoretisch ist dieser Mittelwellensender jetzt so, wie er aufgebaut ist, ja, bis 10 Kilometer Entfernung wahrnehmbar mit einem Radio. Ich weiß nicht, wenn wir ein Radio da haben, haben wir ein Radio da? Kannst du es auf Mittelwelle stellen? Dann zeige ich das nachher. Ja? Ich stehe es dann nachher ein. Ja? Man kann das auch dahingehend sichtbar machen, dass wenn wir jetzt das Kugel oben einmal runternehmen, ja, dass da oben tatsächlich die hochfrequente Energie ja auch ausströmt. Man sieht es jetzt da, wie sie ausströmt da. Ja? Da geht es jetzt praktisch rein. Aber weil die eben hochgespannt ist, geht die auch ohne Funkenschlag praktisch berührungslos weiter und durchdringt praktisch jetzt dieses Feld und dieses Glas und das alles. Ja? So, was wir jetzt einmal nachgewiesen haben als erstes, das war Folgendes. Wir haben also, ja danke, wir sind einfach hergegangen und wir haben jetzt so eine Spule, so eine Hochfrequenzspule einfach mit einem Gitter umgeben. Genauso wie es da auf der Maschine drauf zu sehen ist, da unten, diese richtigen Tonnen. Und dieses Gitter, das ist nirgends angeschlossen. Ja, das steht einfach da so isoliert im Raum. Der einzige Anschluss von dem Gitter, der geht praktisch dann hier auf die Erde, wenn ich es erden will. Also so praktisch in den Boden hinein. So, die Erdung, die haben wir praktisch hier hinten, haben wir mal eine Erdung gemacht von der Spule innen und drinnen und jetzt kann man da dieses Gitter praktisch noch erden. Und was passiert jetzt, wenn wir das Gitter erden? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich schließe das jetzt einmal da hinten an. Und jetzt stelle ich wieder diese Resonanzfrequenz da innen ein. Ja? Weil jetzt sieht man auch sehr schön, dass dieser Tesla-Trafo da drüben, der ist gar nicht angeschlossen. Der ist nirgends angeschlossen. Das Kabel, das geht da hinten weg, wie man sehr schön sieht. Jetzt ist er verstimmt, ja. Aber die Resonanz halt stimmt, wenn ich ihn angreife, aber de facto brennt er jetzt da. Ne? Und die Energie ist da drüben auch gegenwärtig. Ne? Ja? Der ist nirgends angeschlossen. Trotzdem kommen da oben jetzt die Funken raus. Ne? Eigenartig ist das, gell? Sind die jetzt verliebt, oder wie? Die sind jetzt verliebt in gewisser Weise, ja. Und wenn man jetzt halt sozusagen da dazwischen hinein eine Erdung bewirkt, dass das Gitter, das eigentlich auch nirgends angeschlossen ist, jetzt halt, praktisch in einer geerdeten Fassung vernetzt wird, dann sieht man nämlich Folgendes. Ich nehme jetzt einmal da zwei so Kabel. Das eine Kabel stecke ich, ich werde das einmal abschalten, da, weil sonst haben wir den Hochfrequenzpuls drauf, gehe ich jetzt da in die Lampe rein und diese Lampe, die tue ich jetzt erden. Ja? Gehe in die Erde rein da unten. Und jetzt schalte ich das wieder ein. Jetzt muss ich den neuen Resonanzpunkt suchen, der sich natürlich jetzt geändert hat, wie man sehr schön sieht. Ja. Und jetzt leuchtet diese Lampe da. Ja. So, die Lampe ist aber jetzt nicht an dem Gerät angeschlossen. Diese Lampe ist nur an dem Gitter angesteckt und dieses Gitter ist vollkommen isoliert hier im Raum und nur geerdet. Und man sieht, dass das jetzt ungefähr in einem Spannungsbereich von 200-300 Volt liegt und eine volle Leistung hier sichtbar gemacht werden kann. Und genau so zeigt der Baumann auf seiner Maschine, wie zwischen diesen beiden Gittern hier vorne die Energie ausgekoppelt wird, indem er da vorne eine Lampe hineinhängt. Und jetzt kann man im Rückschluss die Schlussfolgerung ziehen, dass sich hinter diesem Gitter ein Spulenkörper befinden muss, der in einer gewissen Frequenz schwingt. Das ist mit mehr oder weniger 90 oder 100%iger Sicherheit anzunehmen. Und damit ist einmal der Beweis erbracht, einmal ganz grundsätzlich, dass die Testatica keine Elektrisiermaschine ist, sondern ein Hochfrequenzgenerator. Ja, das ist ein Hochfrequenzgenerator. Der impliziert natürlich weitere Fragen. Eine dieser Fragen ist jetzt, das ist eine Schwingung da drinnen, die hat jetzt 1500 Kilohertz. Ja, das ist eine sehr schnelle Schwingung. Mit so einer Schwingung, das kann ich niemals auf eine Scheibe übertragen als Drehfeld und die Scheiben in Drehung versetzen. Das ist unmöglich, weil die Schwingung viel zu schnell ist. Ja? So, wie machen die das? Wie lösen die das Problem, dass diese Scheibe dann mit 30 Umdrehungen pro Sekunde oder 50 Umdrehungen pro Sekunde dreht, obwohl die Frequenz da eigentlich, was weiß ich, wo oben ist, im Kilohertz-Bereich.
Und bitte? Frequenzteiler. Ja, aber es sind keine Frequenzteiler da drauf. Wo sind sie denn? Da sind ja keine Frequenzteiler drauf. So, die Frage ist, wie hat er das Problem gelöst? Und wir vermuten, er hat es über ein Schwebungsfeld gelöst. Das heißt, er erzeugt ein Drehfeld. Diese Struktur und die Struktur und die Struktur, die sind doch gleich. Das sind doch gleiche Strukturen. Ja? Die Struktur, das ist eine runde Struktur. Das ist eine runde Struktur, das ist eine runde Struktur. Das ist auch gleich. Das ist eine Dreiecksfunktion und das ist eine Dreiecksfunktion. Ja? Und das da erzeugt ein Drehfeld und das erzeugt das Gegendrehfeld. Und diese Drehfelder, die drehen sich im Megahertz-Bereich, weil der Schwingkreis da oben, das ist ein Schwingkreis, das ist ein 100 Megahertz-Schwingkreis. Das kann man ungefähr aus der Größe ablesen. Ja? Und wenn das ein Megahertz-Schwingkreis ist, dann muss ich praktisch zwei Bereiche haben, die in der Frequenz angepasst sind, ja? Sodass daraus in der Schwebung ein niederfrequenter Bereich entsteht, den ich praktisch herausnehmen kann. Und dieser niederfrequente Bereich, den kann ich praktisch noch einmal weiter herunter modulieren über noch einmal denselben Mechanismus und dann komme ich immer auf tiefere Frequenzen. Das heißt, ich habe einen Hochfrequenzbereich und einen Niederfrequenzbereich zum Schluss, die auseinandergespannt werden. Und dazwischen dreht sich dann das Rad, das dann über ein niederfrequentes Drehfeld gedreht wird. Und das haben wir jetzt als nächstes sozusagen bewiesen, dass sowas sehr einfach möglich ist. Das muss ich allerdings jetzt hier im Buch zeigen. Das ist folgende Darstellung. Wir haben jetzt zunächst einmal einen normalen Asynchron-Drehstrommotor genommen, also für die Techniker jetzt, ja. Und haben gesagt, okay, wir fassen den Asynchron-Drehstrommotor anders auf als bisher, indem wir den Rotor und den Stator beide als Schwingkreise sehen. Jetzt haben wir diesen Kurzschlussläufer rausgenommen und wieder Wicklungen draufgegeben, dass da die einzelnen Phasen ausgekoppelt werden und haben jetzt zum Rotor und zum Stator jeweils einen Schwingkreis dazu gehängt, einen sternförmigen, ja. Und diese beiden Schwingkreise sind so abgestimmt, dass die Differenzschwingkreisfrequenz sehr niedrig ist. Mhm. Die ist nur mehr ein paar Hertz. Mhm. Und jetzt kann man Folgendes zeigen, also das ist jetzt dann die Schaltung, wenn man sozusagen in diesen Schwingkreis zwischen Rotor und Stator jetzt, die abgestimmt sind auf ein paar wenige Frequenzen, mit diesen wenigen Hertz Lampen hineinschaltet, dann blinken diese Lampen im niederfrequenten Bereich auf. Mhm. Die pulsen dann so langsam hin und her. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben ein relativ schnelles Drehfeld, mhm, ja, aber eine sehr niederfrequente Schwebung, die extra für sich ausgekoppelt werden kann. So, und jetzt muss man den Spieß nur umdrehen, dass man das niederfrequente Drehfeld erzeugt und verkehrt herum nach oben spiegelt und dann kriegt man zwei höhere Frequenzanteile, die praktisch im höheren frequenten Bereich schwingen. Und dann macht man das teilungsmäßig kaskadenartig immer weiter nach oben und dann haben wir Hochfrequenzteile bis Niederfrequenz ist über Schwingkreise frei vernetzt. Mhm. Das ist so der Lösungsansatz. Mhm. In die Richtung geht es hinein. Ja? Also wir werden jetzt dann natürlich das weiterentwickeln, das ist ja klar, nicht? Mhm. Und wenn es dann fertig entwickelt ist, dann reden wir über Verantwortung. Mhm. Wenn es nicht eh schon jemand entwickelt hat. Ne? Das würde mich ja nicht wundern. Ist ja nichts Neues. Ja, was man hier auch noch schön zeigen kann, vielleicht noch zur Enddemonstration, dass trotzdem hier auch noch ein sozusagen niederfrequent, also nicht niederfrequent, aber ein spannungsmäßig niedriger Strom auf dem Gitter selber fließt. Ich habe jetzt die beiden Teile umgesteckt. Und zwar das Gitter hat hier auf der Seite einen Spalt, ja, zur Verhinderung von Wirbelströmen, die hier sich ausbilden können. Und wenn ich jetzt praktisch diesen Spalt überbrücke, ja, dann entstehen da drinnen Wirbelströme, die mit einer niedrigen Spannung gefahren werden können, ja, im Gitter. Und die kann ich hier an einer 12-Volt-Lampe, die eine niedrige Spannung hat, ebenfalls sichtbar machen. Ja. So, jetzt sieht man, dass diese 12-Volt-Lampe auch brennt. Ja. Man sieht also, dass das Gitter zwei Dinge gleichzeitig reflektiert. Einen niedergespannten Strom mit einer sehr hohen Ampereleistung und gleichzeitig einen hochgespannten Strom, der dann über diese 200 Volt Birne ausgekoppelt werden kann. Beides ist gleichzeitig vorhanden. Auch interessant, dass nämlich beides im Gitter vorhanden ist. Ja? Was ja eigentlich elektrotechnisch so zunächst einmal gar nicht einleuchtet. Nicht? Was sagten Sie vorhin, bis zu welcher Leistung kann man? Die kleine Maschine ist etwas so groß wie ein A4-Blatt und erzeugt 300 Watt. Ja. Also so eine Birne kann man damit beleuchten. Bitte? Und die sprachen anfangs von einer großen Maschine.
Ja, die nächste Größe, was wir vorher gesehen haben, die gelaufen ist, die hat Tischgröße, die hat etwa 5 Kilowatt. Und dann die große mit der großen Scheibe, die hat 30 Kilowatt, ja. 30 kW hat die schon, ja. Auf jeden Fall, das ist schon ganz ordentlich, ja. Was ich jetzt noch zeigen wollte, ist eben, dass der Unterschied in der Betrachtung, was wir jetzt machen und das, was normalerweise mit solchen Dingen gemacht wird, ist, wir betrachten, wir untersuchen das auf der Grundlage von Energie, Energieübertragung, Energiemodulation und solche Dinge. Für das es vom Tesla aus für uns heute verwendet wird, ist nur für die Informationsübertragung. Man kann es sehr schön zeigen, dass man auf dieses Feld auch eine Information drauf modulieren kann. Ich habe da einen Kassettenrekorder. Da ist eine Musikkassette drin. Ja? Und diese Musikkassette, die modulieren wir jetzt auf diesen, jetzt ist da keine Musik mehr, ja? Auf diesen Tesla drauf oder auf. Ja? Ich schalte den ein, den Resonanzpunkt, stellen wir ein. Ja, das Signal wird einfach aufmoduliert auf die Trägerwelle. So, und jetzt kommt die Musik da oben bei diesem Plasmaturm oben raus. Wie eine Box, oder was? Wie eine Box, ja. Wenn ich da hinfahre, ist die Musik weg, ja. Ja? Ja, so ähnlich. Nicht ganz, aber. Aber was hältst du denn gegen von Elektrosmog entgegen? Ja, ja, ich meine, da bin ich dagegen, das ist ja klar nicht. Aber da müssen wir dann über die Grundfrequenz der Materieschwingung reden. Das ist das sogenannte 81er-Prinzip. Aber das ist ein Thema, das können wir später noch betrachten. Also das ist jetzt sozusagen das aufmodulierte Feld. Und wenn du jetzt da hinten ein Radio einschaltest auf Mittelwelle und den Sender einstellst, dann hörst du es im Radio. Du musst aber auf Mittelwelle umschalten. Die Flamme ist jetzt der Lautsprecher. Ja, das ist der Lautsprecher, ja. Wenn du die richtige Frequenz hast, dann geht's, wenn du Mittelwelle hörst. Ich habe normalerweise einen kleinen Radio immer mit. Dann bist du wahrscheinlich in einem anderen Frequenzband. Passt das? Ist es? Ja, mit einem kleinen Radio geht's. Ich habe sonst immer so ein Taschenradio mit. Warte mal, lass mal schauen. Ah, da bist du, glaube ich, gell? Da. Ja, da ist es jetzt, das Signal. Ja? So, das ist jetzt das Mittelwellensignal. Ne? Wo koppeln Sie denn jetzt? Bitte? Wo koppeln Sie denn jetzt? Ja, wenn ich das jetzt ausschalte, hier. Ist die Musik weg im Radio. Ne? Sie koppeln hier ein? Ja? Das ist ein ganz klassischer Mittelwellensender jetzt. Das zeigt, dass das Feld viel weiter noch wirkt. Ne? Es wirkt nicht nur bis hierher, sondern es wirkt auf 10 Kilometer Entfernung. Ja? Ja, natürlich wirkt das auch, aber Mittelwelle ist sowieso harmlos, also relativ harmlos. Ja. Wie das eingekoppelt wird, ja, das ist hier ein eigener Kanal, der praktisch dann in die Trägerwelle aufmoduliert wird als Amplitudenmodulation. Ja, ja, also so weit, so gut. Was man auch zeigen kann, ist zum Beispiel, dass hier, naja, das... Da ist jetzt die Energie zu schwach, mal schauen. Ja, dass man zum Beispiel das Gas da drinnen jederzeit ionisieren kann von so einer Lampe und so weiter. Es gibt eine ganze Menge von Dingen, die man mit einem Tesla-Trafo im Prinzip zeigen kann, aber ich wollte es einfach nur mal demonstrieren, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was Energie eigentlich ist. Energie ist nicht notwendigerweise was zum Angreifen. Energie ist permanent im Raum vorhanden in Form von hochfrequenten Schwingungen. Diese können geordnet sein, das ist in dem Fall ein relativ geordnetes Feld, oder auch ungeordnet. Und der Unterschied zwischen geordnet und ungeordneter ist, dass diese Maschine mehr oder weniger ungeordnete Energie in geordnete Energie überführt. Sie macht das Verkehrte, was dieses Ding macht, das sendet aus und dieses Teil saugt ein. Ja? Und damit man hochfrequente Schwingungen überhaupt einsaugen kann, muss man zuerst einmal in einen Empfindlichkeitsbereich hinaufkommen, dass man Schwingkreise so hoch erregt, dass sie überhaupt in der Lage sind, mit der Umgebung zu kommunizieren. Sonst kann er überhaupt nichts ausfiltern.
Wenn die Schwingung zu niedrig ist, komme ich in den Bereich nicht hinein. Und deswegen sind da hochfrequente Schwingkreise drauf. Es geht aber auch gleichzeitig darum, die Energie zu fokussieren und zu bündeln und in gebündelter Form leistungsmäßig dann verfügbar zu machen. Und dazu ist es notwendig, dass diese Frequenzen einerseits moduliert werden und andererseits aber auch erhalten bleiben. Das ist also so etwas Ähnliches wie eine Wärmepumpe. Bei der Wärmepumpe hat man auch ein Problem, dass wenn die Energie dann komprimiert wird, dann besteht die Gefahr, dass sie verloren geht, weil sie austritt. Und genauso ist bei der Frequenzmodulation von Hochfrequenzfeldern besteht die Gefahr, dass wenn ich das jetzt in eine lange Spule hineinpresse, dass ich eine bestimmte Stauzone kriege da oben, wo das noch hochfrequent schwingt, aber nachher geht es nicht mehr weiter, weil es auspresst worden ist. Ja? Das ist dann der sogenannte Spannungsabfall, der dann entsteht, wenn ich das in die langen Spulen hineinleite. Das heißt, man muss einen Weg schaffen, wie man das auf einer niederfrequenten Trägerwelle, die durch das System durchläuft, so hineinbringt in die Spulen, dass das möglichst sich ausweitet da unten, damit ich es rausbringe. Und das sind halt dann schon technische Fragen, die nicht so einfach zu lösen sind, wie sie jetzt zunächst erscheinen, das ist klar. Aber sie sind lösbar, wenn man das Denkmodell einmal richtig ausrichtet. Und unser Denkmodell ist falsch. Was ist ein Kondensator? Ich muss mal ausschalten, dass ich mir da nicht verbrennen. Ein Kondensator ist ein abgesehen von seiner Speichermöglichkeit, etwas völlig anderes. Was passiert denn bei einer Wärmepumpe, wenn man ein Medium komprimiert? Es kondensiert. Aber die Begleiterscheinung einer Kondensation ist Wärmeaustritt oder Energieaustritt. Und was beim Kondensator fehlt, bei unseren Kondensatoren ist, das ist der Wärmetauscher, der heißt die Spule. Wir haben keine Wärmetauscher in den Kondensatoren drin, weil wir diese Kondensatoren nur als Speicher verwenden, statt zu realisieren, dass das sozusagen ein Druckunterschied in einem Kondensator erzeugt wird und dadurch die Kondensation von Ladungen da drinnen passiert, die aber gleichzeitig einen Wärmeanteil abführen müssen, der in dem Fall als induktives Feld in Erscheinung tritt. Und zwar als hochfrequent induktives Feld, denn hochfrequente Felder und niederfrequente Felder sind dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass sie unterschiedlich schnell schwingen. So, das muss man begreifen. Wenn man das begriffen hat, ja, dann ist es klar, dass das nichts anderes ist als eine Wärmepumpe. Eine Hochfrequenzwärmepumpe. Und das, was wir im Niederfrequenzbereich machen, das können wir im Hochfrequenzbereich auch machen. Die Module sind dieselben. Die Ventile sind dieselben. Eine Diode ist ein Ventil. Sonst nichts. Das ist einfach nur ein Ventil, das sich in eine Richtung öffnet und in die andere Richtung den Druck sperrt, den Elektronendruck. Das heißt, neue Anschauungen durch Vernetzung der sozusagen Wärmeenergie oder der Hochfrequenzenergie, wenn man es anders formuliert, mit dem Elektromagnetismus. Und dann gibt es keine Energieprobleme mehr. Null. Dann gibt es andere Probleme. Ich habe noch eine Frage. Wie ist denn sichergestellt gewesen, dass der nicht diesen Elektrosmog, der durch die 1000 Sender, die er gibt, dass er die eingefangen hat und dann moduliert hat, oder anstatt der freien Energie, die aus dem Weltraum kommt, der Tachyonenergie oder was? Wie hat er das denn sichergestellt? Das da? Ja, das ist, kann man sehr einfach ausschließen durch die Leistung. Ja? Ich meine, de facto spielt es ja keine Rolle, ob das die Schwingungsfrequenz des plasmatischen Feldes der Sonne ist oder der Luftmoleküle oder was auch immer da gerade angezapft wird. Eine Quelle muss es ja immer geben als Hintergrund im kosmischen Geschehen. Das ist ja wohl klar. Wir können ja nicht aus dem Nichts heraus Energie modulieren. Das ist ja unmöglich. Ne? Ja, nur ja, die Leistung. Du kannst mit einem Radio nicht so eine Leistung zum Beispiel erzielen. Du zapfst ja mit dem Radio auch dieses Feld an. Nur der Unterschied ist, damit die Leistung an dem Punkt da drüben, wo der Radio seinen Schwingkreis drin hat, ist so winzig, so klein, dass du das unmöglich hören würdest oder überhaupt verfügbar hast. Daher hast du über einen Transistor eine Leistungsverstärkung, die durch die Batterie gespeist wird, und dann plötzlich hörst du das Signal. Nur, hier gibt es keine Batterie. Umgekehrt ist es sogar der Fall, dass diese Maschine nachher eine extrem große Leistung dieses Feldes zur Verfügung stellt, die an dem Ort gar nicht vorhanden sein kann. Also mit anderen Worten, das funktioniert als Pumpe. Das ist eine Energiepumpe, die Energie aus dem Raum mittels eines Sogmechanismus heraussaugt und konzentriert. Und das ist ein gewaltig großer Unterschied. Das ist geradezu das Umgekehrte von einer Verstärkung eines Feldes, wie wir es beim Radio haben. Es ist genau verkehrt herum. Obwohl man auch hier natürlich das Signal hörbar machen könnte. Das heißt, wenn da auf diesem Hochfrequenzfeld auch noch eine Information drauf moduliert ist, dann kann ich das auch noch gleichzeitig hören. Das heißt, ich kann dieses Gerät auch noch als Radio benutzen, wenn ich will. Und zwar als freies Energieradio, das praktisch ohne Betrieb von einer Primärenergie dann läuft. Und das ist ja auch der Punkt. Was werden wir denn dann hören, wenn wir diese Felder anzapfen?
Was, wer wird sich denn da zu Wort melden? Da wird sich jemand zu Wort melden bald. Und das, was der Baumann gehört hat, das waren dann Konversationen mit Zwergen und solche Sachen. Ne? Das war die Folge seiner Maschine, die er entwickelt hat. Und dann hat es weitere Folgen gegeben. Also aufgrund der Maschine konnte er mit Zwergen reden? Ja, die sind dann erschienen. Die sind ja nicht nur, der hat nicht nur geredet mit denen, die sind auch noch erschienen. Aber, bitte? Naja, gut, ich meine, es gibt noch mehr zwischen Himmel und Erde. Ja. Das ist übrigens der elektrostatische Walzenmotor da. Ja, also das war dieser erste Grundlagenversuch. Auf diesen folgte ein zweiter Grundlagenversuch, der dann zum elektrostatischen Asynchronmotor geführt hat. Wir haben zuerst einmal gezeigt, das sieht man übrigens, ein Heizdraht noch da drinnen. Ja? Wenn das Gitter überbrückt wird und man gibt hier ein Heizdraht hinein, dann sieht man, wie der aufglüht. Das bedeutet, die Wirbelströme da drin sind so stark, dass sie mehrere Ampere Leistung haben. Und diese Leistung kann hier sichtbar gemacht werden. Die kommen nur aus der Spule raus. Ich meine, eigentlich, was ich da vortrage, das ist alles Stand der Technik. Das muss ich gleich dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt was Außergewöhnliches wäre. Der Unterschied ist lediglich, dass wir den Betrachtungswinkel ändern müssen. Und dass wir aufgrund dieses neuen Betrachtungswinkels die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen und dadurch Lösungen finden, die bisher gar nicht angewendet worden sind. Und es ist erfolgreich verhindert worden, dass man das entsprechend energetisch umsetzt. Und ich nehme wohl an, dass die Techniker, die da diese ganzen Dinge alle entwickelt haben, sehr genau darüber Bescheid wissen, warum das nicht entwickelt werden durfte bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hinter den Kulissen nicht bekannt ist, wie das geht. Also das ist für mich absurd.